ich euch jetzt fragen würde, was in Bezug auf Fußball euer größter Moment bisher war, dann wird, glaube ich, jeder was anderes sagen. Der ein oder andere Moment ist vielleicht ein paar Jahre oder Jahrzehnte her bei den älteren Spielern. Der ein oder andere Moment war hier, der ein oder andere vielleicht auch bei anderen Vereinen. Ein paar würden sagen, letztes Jahr der Aufstieg. Ein paar würden sagen, oh, letzte Woche Montag deutscher Futsalmeister geworden. Vielleicht gibt es ein paar, die sagen, oh, ich hatte schon 5, 6, 7, 8 brutale Momente Aufstiege. Vielleicht gibt es aber auch ein paar, die sagen, hey, ich bin noch nie aufgestiegen und das heute muss der Moment sein. Eins gilt aber für alle, und das verspreche ich euch, heute nach dem Spiel wird keiner mehr ein anderes Spiel, einen anderen Tag, einen anderen Moment als heute im Kopf haben. Das heißt, ihr müsst jetzt den Weg nach draußen nutzen, um an letztes Jahr zu denken, um an irgendein A-Jugend-, D-Jugend-Aufstiegsspiel, Bad Endorf, Regensburg, was auch immer zu denken. Weil in 2 Stunden, Männer, nach dem Spiel werden wir alle nur noch an das Spiel heute denken. Es wird für jeden Einzelnen der größte Fußballmoment in seiner ganzen Karriere bis jetzt, und ich kann mir vorstellen, für einige auch für die nächsten Jahre. Warum? Weil wir ein fucking Jahr alles dafür getan haben. Jeder, stehen jetzt ein paar hier drin, die haben in der Rückrunde nicht so viel gespielt, die haben in der Hinrunde dafür viel gespielt, gearbeitet, wichtige Spiele, wichtige Tore gemacht. Jeder hat hier ein Jahr lang alles dafür investiert, Männer. Da sind Fans, die sind aus dem Urlaub zurückgekommen, nur für uns, nur um uns beim Fußballspiel zuzugucken. Ein Jahr, Männer, ein Jahr. Und jetzt haben wir noch 90 Minuten zu Hause mit 500 Zuschauern, mit Fans, die nur Stimmung machen, nur für uns. Wir hauen 90 Minuten, Männer, alles rein. Und denkt an den Moment danach, wenn der Schiedsrichter dreimal in seine Pfeife bläst, wenn die Otterfinger zu Boden sinken, wenn wir uns in die Augen gucken, wissen, fuck, wir haben's gepackt, wir spielen nächstes Jahr Kreisliga, wenn die Fans die Bande auseinandernehmen, wenn wir die Trikots ausziehen, Aufwärmsshirts, was auch immer. Denkt an die geile Feier, ey, 5, 6, 7, 8 Stunden, Tage, Wochen, mir scheißegal. Ich brauche keine Vorbereitung. Ich komme zum ersten Punktspiel nächstes Jahr, Kreisliga 13.8. Ist mir scheißegal, Männer. Aufstieg heute!